Ich werde Dr. Sechenov nicht wieder hängen lassen. Noch mehr verschlossene Türen. Wer zur Hölle sperrt hier alles ab? Ich wette, der Penner hat zu Hause auch ein Kombinationsschloss am Scheißhaus. Diese Tore werden durch eine symbolische Geste während der Zeremonie geöffnet. Wie symbolisch? Das Spiegelsystem wird Lichtstrahlen auf das Modell unseres Sonnensystems richten, das über dem Eingang hängt. Mal sehen, was sich machen lässt. Gut, der Spiegel rechts stimmt. Der Spiegel links funktioniert nicht. Etwas blockiert den Mechanismus und hindert so den Spiegel am Aufsteigen. Verstehe. Dann mal wieder zurück in den Keller. Ein Zutritt. Und ein Totenschädel? Wirklich einladend. Wo bin ich? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem befindet sich in diesem Kellergeschoss. Die Räume hier sind voller beweglicher Elektromagnete. Da kann ich ein EMP verwenden. Das bringt mich doch nicht um. Hoffentlich nicht, Genosse Major. Was? Ich könnte also von einer einstürzenden Magnetmauer erschlagen werden? Theoretisch sollte dies nicht passieren. Aber das ist nur eine Hypothese. Ich war hier noch nie. Echt jetzt? Das ist ja komisch. Aber egal. Genosse Major, bist du schon beim WDNH? Fast. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich fast da bin. Ich bin beim magnetischen Schockwellenabsorptionssystem und suche nach einem Weg, die Eingangstüren zu öffnen. Kannst du mir da helfen? Nein, dazu bin ich nicht in der Lage. Das ist dein Problem. Dann lass mich in Ruhe. Schon wieder diese Dinger mit ihren elenden Schnurrbärten. Was glotzt du so, du Metallarschloch? Wozu ist denn dieses beschissene Labyrinth gut? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem wurde von Wissenschaftlern der Polytechnischen Universität Kiew entwickelt. Es ist ein komplexes Gerät, das eine Konfiguration der jeweiligen Situation anpasst. Also ist das der Plan B für den Katastrophenfall? Das auch. Aber in erster Linie ist das hier ein Probelauf des magnetischen Schockwellenabsorptionssystems.
Hier wird das System unter Erdbedingungen perfektioniert, damit es im Weltraum eingesetzt werden kann. Okay, Wissenschaft ist Macht, keine Frage. Aber wir müssen immer noch herausfinden, wie wir an all diesen Magneten vorbeikommen. Charles, was zum Teufel hat Molotow denn gegen Dr. Sechenov? Warum setzt er 2 Tage vor dem Start von Kollektiv diese Kommission ein? Alles ist bereit. Genau deshalb, weil alles bereit ist. Was? Willst du etwa sagen, dass Molotow und seiner Kommission die Früchte von Sechenovs Arbeit stehlen wollen? 2 Tage vor dem Start. In der Tat. Die von Petrov verursachte Störung ist der perfekte Vorwand, um zu zeigen, dass Dr. Sechenov nicht fähig ist, Anlage 3826 zu leiten. Und damit auch die Polymerisation der Sowjetunion. Und was hat der Boss damit zu tun? Das ist doch alles Petrovs Schuld. Der hat dafür gesorgt, dass die Roboter die Anlage zur Leichenhalle machen. Ich fürchte, dass dem Genossen Molotow die Anzahl der Opfer egal ist. Aber das gilt auch für den Genossen Sechenov. Wie? Was redest du da, Handschuh? Der Boss tut alles, um das wieder zu bereinigen. Du tust alles, um das wieder zu bereinigen, Genosse Major. Nicht Dr. Sechenov. Aber er hat mich doch hierher geschickt. Aber warum nur? Denken wir es logisch durch. Die Genossen Sechenov und Molotow sind beide daran interessiert, dass der Rest der Welt nichts von diesem schrecklichen Störfall erfährt. Weil niemand glauben würde, dass eine Handvoll Verräter dafür verantwortlich ist. Alle würden denken, dass sowjetische Roboter gefährlich sind. Genau. Aber welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Gehen wir mal davon aus, dass die Genossen Sechenov und Molotow beide ein persönliches Interesse daran haben, diesen Albtraum so schnell wie möglich zu beenden, richtig? Ja. Na und? Wir erleben hier einen Machtkampf. Statt bei der Regierung Truppen anzufordern, um die feindseligen Roboter zu zerstören, Petrov zu verhaften oder die Krise sonst wie zu beenden, unternimmt Dr. Sechenov alles in seiner Macht Stehende, um diese Tragödie zu verheimlichen, sogar gegenüber der Regierung. Kann doch nicht die Armee schicken. Wenn einer von ihnen dem Feind Informationen zuspielt, ist es aus. Doch man würde nur verlässliche Truppen entsenden. Den Agentumverband zum Beispiel, der Sechenov treu ergeben ist. Der könnte sich mit Kampfrobotern zusammentun und ihm nur die Ordnung wiederherstellen. Aber wem sage ich das? Aber das ist... ich meine... schöne Scheiße, ich kapier's nicht. Warum muss das so kompliziert sein? Weil Dr. Sechenov ohne Autorisierung des Politbüros keine Truppen oder Kampfroboter einsetzen kann. Ganz im Gegenteil. Er tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Regierung nicht weiß, was passiert ist. Warum wohl? Weil seine Feinde ihm Kollektiv wegnehmen wollen? Jetzt, wo alles gebaut und betriebsbereit ist und jedes Arschloch mit einer Dienstmarke es starten könnte? Gut möglich. Einfach die Störungsursache reparieren und einen Knopf drücken. Die Genie, Schöpfer und Ingenieure haben ihr Werk bereits getan. Jetzt muss man nur noch die Früchte ihrer Arbeit genießen. Also will Genosse Molotow Dr. Sechenov wegen der jüngsten Ereignisse ins Gefängnis stecken, um die Anlage selbst zu übernehmen? Genauer gesagt will er die Leitung von Kollektiv haben. Aber wie soll das gehen? Dort werden wir doch alle gleich sein. Aber manche werden gleicher sein als die anderen. Ich weiß, dass hochrangige Parteimitglieder mehr Befugnisse im Kollektiv haben werden als Normalbürger, aber das ergibt ja Sinn. Jemand muss doch die wichtigen Entscheidungen treffen. Ach so? Und warum nur? Zum einen muss jemand dafür zuständig sein, dass sie ausgeführt werden. Es kann ja nicht jeder für alles verantwortlich sein. Jeder bedeutet keiner. Jemand muss sich drum kümmern. Und wenn die ganze Welt nichts anderes tun würde, als wichtige Entscheidungen zu diskutieren, würde ja nie was passieren. Alle würden die ganze Zeit nur reden. Aber stimmt das? Du sagst, dass die ganze Welt wichtige Entscheidungen endlos diskutieren würde. Doch Kollektiv ist ein Kollektivbewusstsein. Wenn alle miteinander verschmolzen sind, wird die ganze Menschheit augenblicklich wissen, was jeder Einzelne denkt. Im Kollektiv ist alles transparent und dieses Bewusstsein trägt die Verantwortung. Hat denn jemals jemand eine solche Bewusstseinsstufe erreicht? Selbst hier in der UdSSR? Vom Rest der Welt ganz zu schweigen. Vollkommen richtig. Die Welt ist vielleicht noch nicht reif für Kollektiv. Die Anführer der Sowjetunion verstehen das sehr wohl.
Deshalb wird die Partei gewisse Befugnisse in Kollektiv haben. Und wo ist da das Problem? So war es doch schon immer. Wirklich? Oder hat es schon immer einen unbestrittenen Anführer gegeben, einen Streppenzieher, der das Politbüro, den Ministerrat und alles andere kontrolliert? Soll das heißen, dass es in Kollektiv einen alleinigen Anführer geben wird? Ich will sagen, dass die Menschen sich per Neurokonnektor mit Kollektiv verbinden werden. Du meinst ein Gedankegerät? Das weiß doch jeder. Das Gedankegerät ist für Normalbürger. Aber Privilegierte in Führungspositionen erhalten gravierte Spezialkonnektoren, die ihnen eine höhere Priorität im Netzwerk geben. Also werden auch alle Anführer gleich sein. Das ist doch gut. Das wäre es. Aber Kollektiv kann nur mit dem Alpha-Konnektor gestartet werden. Der ist der Schlüssel zu allem, einschließlich der Gewährung von Entscheidungsbefugnis. Also hat Dr. Sechenov gerade den Alpha-Konnektor. Und Genosse Molotow will ihn aus der Anlage werfen, damit er ihn sich selbst unter den Nagel reißen kann? Ganz genau. Die Menschen, die durch Petrovs Verrat getötet wurden, interessieren den Genossen Molotow herzlich wenig. Er will die Kontrolle über Kollektiv. Deshalb ist er auf dem Weg hierher. Schöne Scheiße. Ich konnte den Typ noch nie leiden. Er beschwert sich ständig über Sechenov, aber sowas hätte ich nie von ihm erwartet. Wir müssen uns beeilen. Und wegen dieser Kleinigkeit klemmt hier alles? Ach, das ist ja völlig bescheuert. Du kannst mit dem Spiegel zur Oberfläche aufsteigen. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Auf demselben Weg werde ich jedenfalls nicht zurückkommen. Schon infiltriert, Genosse Major? Der Kondor der Regierungskommission hat Moskau bereits verlassen. Sie können jeden Moment eintreffen. Wenn die Kommission noch nicht gelandet ist, bleibt uns etwas Zeit. Lass mich einfach arbeiten. Soll ich Dr. Sechenov melden, dass es seine Anliegen sind, die dich von der Arbeit abhalten? Ja, und du kannst auch melden, wie du auf der Maglev-Plattform vor diesen Robotern weggelaufen bist, statt mir zu helfen. Ich bin kein Soldat, Genosse Major. Ich verrichte geistige Arbeit, nicht niedere Tätigkeiten. Gewalt gegen Roboter ist dein Spezialgebiet. Die einzige Arbeit, die du gerade verrichtest, ist mir das Ohr abzukauen. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Was? Nichts. Ah, dachte ich's mir doch. Speichere Daten. Fehler 86. Wenn nicht möglich. Begibt euch zum Informationen. Wie kann